Browser. Heute wollen wir uns mit Browsern beschäftigen. Browser sind die Programme, mit denen wir uns im Internet bewegen. Mal gucken, was da so zu lernen gibt. Das Internet. Unendliche Weiten. Aber woraus bestehen eigentlich diese ganzen Webseiten? Ja, was ist das eigentlich, was wir da öffnen und laden, wenn wir so eine Webseite öffnen? Nun, die Aufgabe des Internets ist, Informationen zu übertragen. Ob wir jetzt uns eine Seite angucken, einen Film, Text, Bilder, was auch immer. Es ist immer Information, die übertragen wird von einem Server, also von einem Computer, der Dienste anbietet, an den Client, also den Computer, der diese Dienste entgegennimmt oder konsumiert oder braucht. Ja, und wenn es um das Browsen im Internet geht, dann ist es tatsächlich so, dass man hauptsächlich Textdateien empfängt. Ja, also so eine Webseite ist einfach fließender Text, besteht einfach nur aus Buchstaben. Und diese Buchstaben bestimmen dann, ich gehe nochmal zurück, ja, bestehen hauptsächlich aus Text. Das heißt, diese Buchstaben bestimmen, was wo auf der Webseite angezeigt wird, welche Farben die einzelnen Elemente haben sollen. Teilweise kann man damit auch schon richtig komplexe Strukturen gestalten. Und auch, ob es Bilder geben soll, wo diese Bilder erscheinen sollen, wie groß sie sein müssen. Man kann sich das vorstellen wie so eine Textdatei. Ja? Also nur ganz ohne Formatierung, wenn man sich so eine Word-Datei vorstellt. Das ist ja fließender Text. Ja? Man kann auch so Bilder reinschieben und so. Aber eine Webseite besteht ausschließlich aus Buchstaben. Ohne konkrete Formatierung. Wenn da eine Formatierung mit drin sein soll, dann wird es auch durch diese Buchstaben dargestellt. Wie das funktioniert, schauen wir uns an. Der Vorteil ist, dass so eine Seite total schnell übertragbar ist. Ne? Also so ein bisschen Text hin und her schieben, das ist ja wie eine E-Mail. Und viele Webseiten sind, wenn man die ganzen Bilder mal ausrechnet, nicht viel größer als eine E-Mail. So eine Standard-E-Mail. Ja? Also wie groß ist eine E-Mail? Okay, ist vielleicht kein guter Vergleich, aber wenn man sich so eine Standard-E-Mail vorstellt mit irgendwie 3 Absätzen Text, dann ist eine Webseite vielleicht irgendwie 5 Seiten Text. Ja. Ist jetzt wissenschaftlich nicht haltbar, aber nur damit man mal so eine grobe Vorstellung hat. Und das Gute ist, ich brauche nichts Spezielles. Ja? Ich brauche nur ein Gerät, das diesen Text empfangen kann und diesen Text interpretiert. Mehr nicht. Ja, also ich könnte mir das Internet auch komplett als Textseiten anzeigen lassen. Ich könnte sogar diesen ganzen Formatierungskram weglassen. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat das auch mal gesehen, dass beim Laden der Seite irgendwas schiefgegangen ist und dann war da so eine weiße Seite mit einem seltsamen Schriftfont, ja, also mit so einer seltsamen Schriftart. Und dann waren alle Sachen einfach direkt untereinander, selbst die Menüoption. Genau das ist im Kern, was eine Webseite ist. Und alles Weitere, dieses ganze Formatierzeug und das ganze Clicky-Bunti und so, was dann drauf kommt, das kommt erst in zweiter Ebene durch sozusagen Markup, Text. Aber wir schauen uns das an. Und das ist eben das Schöne. Ich habe bloße Textseiten, die aber schnell zu übertragen sind und weil unser Browser die ganze Arbeit macht mit dem Interpretieren und dem Verstehen und welche Farbe gehört wohin und was muss rund sein und was ist eckig und was ist ein Knopf und was ist ein Link und was ist ein Bild. Dadurch, dass unser Browser die ganze Arbeit macht, ist der Text schnell übertragen und aus dem Text ist dann schnell eine Webseite gemacht. Aber es bleibt dabei, es ist reiner Fließtext. Es gibt nicht mal irgendwie, eigentlich ist es nicht mal nötig, irgendwie Absatz- oder Zeilenwechsel einzubauen. Könnte einfach eine einzige Zeile von Text sein. Wir schauen uns das gleich noch an. Ja, und das ist super, weil das muss ja nicht menschenlesbar sein, sondern computerlesbar. Und das bedeutet, ich kann so eine Webseite in eine einzige Zeile Text reinpacken. Und der Browser macht es dann lesbar. Und inzwischen ist es so, oder sagen wir mal, früher war es so, dass in der Webseite drin stand, ja, hier dieser Abschnitt, ja, diese eine Zeile hier, wo drin steht Überschrift, ja, das soll eine Überschrift sein, die soll fett gedruckt sein und die soll für Geräte erkennbar sein als Überschrift und dann soll sie vielleicht noch kursiv und rot sein und sie soll blinken. Ja, und das konnte man alles mit in diese HTML-Datei, in dieses HTML-File mit reinschreiben. Ja, so nennt man also diese Textdatei, aus der die Webseite besteht im Kern. Das nennt man eine HTML-Datei. HTML steht für Hypertext Markup Language. Ne? Hyper, weil es sich durchs Internet bewegt. Und super schnell ist natürlich Text, weil es aus der Textdatei besteht. Markup ist
die zusätzliche Information zu dem Text sozusagen. Ne? Also wenn wir den Inhalt der Datei, die Überschriften, die Absätze in den Dinge drinstehen, stellen wir uns der Wikipedia-Seite zum Thema Füchse vor, ja, und dann haben wir den Text, der diese die Erklärung zu den Füchsen anbietet und durch Überschriften strukturiert ist, das sind die Daten, und dann haben wir die Metadaten zu dem Text. Was davon ist eine Überschrift? Was davon ist ein Absatz? Wo endet ein Absatz? Wo fängt ein Absatz an? Wie soll ein Absatz aussehen? Diese ganzen Metadaten, die werden auch mit eingefügt, aber markiert durch spezielle Zeichen, sodass unserem Browser, der diese HTML-Datei interpretiert, klar ist, ob das sind Daten, die soll ich so anzeigen, aber ich soll sie nicht genau so anzeigen, sondern in den Metadaten, in der Markup-Language, also in den Textzeichen, die andere Textzeichen, nämlich den Dateninhalt markieren, da steht drin, ob das eine Überschrift sein soll, ob das eine Liste ist, einen Link vielleicht oder ein Bild. Und das ist schon alles. Ja. Inzwischen ist es aber so, dass das nicht direkt in dem Dokument drin steht, sondern man hat eine CSS-Datei, die fast genauso lang und manchmal länger und manchmal auch sehr viel länger als so eine Webseitendatei, als so eine HTML-Datei ist. Und CSS steht für, Moment, ich habe Language vergessen zu erklären. Genau, wir haben also Hyper für Internet, Text für die Textdatei. Markup bedeutet, in dem Text sind Elemente, die so aussehen wie Text, aber sich auf den eigentlichen Inhalt beziehen, also Metadaten sind. Und weil die drumherum sind und diesen Teil markieren als Überschrift oder Absatz, wird von Markup gesprochen. Und weil man einer bestimmten Art von Sprache folgen muss, weil es konkrete Regeln dafür gibt, wie man eine Überschrift markiert, wie man fettgedruckten Text markiert, wie man einen Absatz markiert, ist es eine Sprache. Hypertext, Markup, Language. Und da das ziemlich viel wurde, ja, also ich habe dann diesen Text in der HTML-Seite und dann habe ich da markiert, dass das eine Überschrift ist und dann habe ich da unten eine Überschrift, das ist aber eine andere Überschrift von einer anderen Ebene, ja, das ist eine Unterüberschrift und dann habe ich noch eine Unterunterüberschrift und dann habe ich noch Menüs drin und die Menüs müssen aber nochmal anders aussehen und bunt sein und sich nochmal anders verhalten, wenn man draufklickt und dann sollen die anders aussehen und die sollen nicht untereinander sein, sondern seitlich. Und dann habe ich da total viel Formatierungsanweisungen, ja, ganz viel Markup. Irgendwann hat man gesagt, es gibt zwei Probleme im Kern. Das eine ist, der Inhalt ist so schwer zu bearbeiten, wenn so viel Markup-Klimbim drumherum ist. Und das andere ist, naja, das wiederholt sich ja eigentlich für alle Seiten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle zum Beispiel, ich habe eine Webseite, vielleicht von einer Zeitung, dann möchte ich ja, dass alle Unterseiten, ja, also jede einzelne HTML-Datei, wenn sie durch den Browser aufgerufen wird, genauso aussehen wie die anderen. Und dann muss ich das jedes Mal da reinpacken, das ist ja ungünstig. Viel besser wäre es doch, wenn ich zentral diese ganzen Designanweisungen ablege und in den HTML-Dateien nur sage, hey, aus dieser zentralen Designanweisung hol mal die Überschrift und wie ein Absatz aussehen soll und wie die Webseite als Ganzes von der Größe und Breite her gestaltet sein soll. Und das macht man auch. Und diese zentrale Datei, die ist dann aber keine HTML-Datei, weil die enthält ja gar keinen Hypertext quasi, ja, sondern die enthält ja nur noch Markup-Language, sozusagen. Ist aber kein Markup-Language, weil es ja nicht mehr in Text ist und Bereiche markiert, sondern eigentlich geht es darum, den Stil von der Webseite zu gestalten. Und deswegen nennt man das CSS-Datei, Cascading Style Sheet. Ne? Kaskadieren bedeutet, ich fange ganz oben an, der Browser, wenn er quasi diese CSS-Datei ausliest, fängt er mit der obersten Anweisung an. Und die unterste Anweisung schlägt immer die oberste. Also wenn ich ganz viele Anweisungen habe und einige von denen konkurrieren, dann halte ich mich als Browser immer an die unterste. Und das ist dann schon alles. Also ich habe dann in der HTML-Datei steht dann, das ist eine Überschrift. Alles Weitere, wie eine Überschrift aussehen muss, ist die zentriert, ist die fett, ist mehr Abstand drüber, mehr Abstand drunter, das steht in der CSS-Datei. Und die CSS-Datei liegt da und da, bitte hol sie dir und liest es dort nach. Und in der CSS-Datei steht dann, hey, diese Überschriften, die sollen bitte fett sein und linksbündig. Ja? Und vielleicht, was können wir noch machen? Fett, linksbündig, ja, vielleicht auch ein bisschen größer als der Rest der Schrift. Eine andere Farbe sieht eigentlich immer ziemlich wild aus. Kommt auf die Seite an. Und so kann man das alles gestalten. Also man hat also getrennt eine CSS-Datei, in der dieses ganze gestaltende Zeug ist, und dann hat man HTML-Dateien, die sich für jede Seite quasi auf diese CSS-Datei beziehen und da das Design ausholen.
Und wenn ich dann sage, hey, meine Webseiten, die sollen jetzt alle gar nicht mehr giftgrün sein, sondern kobaltblau, ja, dann gehe ich in diese eine CSS-Datei rein, stelle da von giftgrün auf kobaltblau um und schon wird beim nächsten Mal, wenn jemand mit seinem Browser quasi diese HTML-Seite aufruft, auch diese CSS-Datei aufgerufen und da steht dann jetzt kobaltblau drin und dann ist die Webseite blau. So ganz stimmt das nicht, weil damit das mit dem Browsen im Internet schneller geht, merkt der Browser sich die CSS-Datei. Das heißt, wenn ich jetzt bei meiner Zeitung zum Beispiel auf kobaltblau umstelle und ein Nutzer kommt in dem Moment oder kurz danach oder vielleicht noch am selben Tag auf meine Seite, dann hat der Browser vom letzten Mal, falls er schon mal da war, eventuell die CSS-Datei noch gespeichert. Und in der gespeicherten alten CSS-Datei auf dem Browser von dem User, da könnte immer noch giftgrün drinstehen. Dann kommt er auf die Seite und sagt, boah, ich habe gehört, der wurde umgestellt. Das wäre immer noch alles giftgrün. Voll blöd. Und das ist der Zeitpunkt, wo man die Anweisung bekommt, hey, leer doch mal deinen Browser-Cache. Denn Cache heißt nichts anderes als Zwischenspeicher. Und in diesem Zwischenspeicher, da werden diese Informationen dann abgelegt. Wie zum Beispiel die CSS-Datei. Oft auch Bilder. Na, der Browser legt die Sachen da so zwischendurch ab. Und gerade bei Seiten, die häufig besucht werden, werden diese Daten häufig abgelegt. Und vorgehalten, sodass wenn man das nächste Mal da hinkommt, nicht ewig dauert es zu laden und so. Und daher kommt auch diese Erfahrung, die man oft hat, wenn man zum ersten Mal auf eine Seite geht, ist die langsamer, weil diese ganzen Informationen, was ist eigentlich der CSS, was ist die CSS-Datei, was ist da alles drin, welche Anweisungen gibt es da und dann muss ich noch die ganzen Bilder, die dargestellt werden, runterladen, all dieses Zeug. Das liegt dann schon im Browser beim zweiten Zugriff und deswegen geht es schneller, weil nichts mehr runtergeladen werden muss. Also, falls ihr euch mal gefragt habt, das ist der Grund. Und dranbleiben.